Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Shishi Radha Madhava Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Ich würde gerne in Deutsch sprechen, wenn es okay ist. Dankeschön, Govinda Dev Prabhu. Okay, wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam in Kanto 3, Kapitel 26, Vers 27. Vaikarikat vikar vikurnanan. Vaikarikat vikurvanam. Manastatvam ajayata. Manastatvam ajayata. Yat sankalpa vikalpa bhyam. Yat sankalpa vikalpa bhyam. Vartate kama sambhava. Vartate kama sambhava. Vaikarikat vikurvanam.
Tschüss. Dankeschön. Dann lesen wir noch die Wort für Wort und die Übersetzung und die Erläuterung von seiner göttlichen Gnade. Avacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Vaikarikat, aus dem falschen Ego der Tugend. Vikurvanat, sich umwandelnd. Manaha, der Geist. Tatvam, Prinzip. Ajayata, ging hervor. Yat, dessen. Sankalpa, Gedanken. Vikalpapyam, und durch Überlegungen. Vartate, geschieht. Kama sambhavaha, das Entstehen von Begehren. Übersetzung und Erläuterung. Aus dem falschen Ego der Tugend findet eine weitere Umwandlung statt. Aus dieser geht der Geist hervor, dessen Gedanken und Überlegungen Begehren entstehen lassen. Erläuterung. Die Merkmale des Geistes sind Annahme und Ablehnung, die auf verschiedene Arten von Wünschen zurückzuführen sind. Wir begehren das, was unseren Sinnenbefriedigungen dient, und wir lehnen das ab, was unseren Sinnenbefriedigung nicht fördert. Der materielle Geist ist nicht festgelegt, doch dieser gleiche Geist kann festgelegt werden, wenn er sich mit Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins beschäftigt. Andernfalls, solange sich der Geist auf der materiellen Ebene bewegt, schwankt er hin und her, und alles Ablehnen und Annehmen ist Asat oder zeitweilig. Es heißt, dass diejenigen, dessen Geist nicht im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist, notgedrungen zwischen Annahme und Ablehnung hin und her schwanken muss. Ganz gleich, wie fortgeschritten jemand in akademischen Qualifikationen sein mag, wird er immer nur Dinge annehmen und ablehnen, solange er nicht im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist, und er wird niemals imstande sein, seinen Geist auf eine bestimmte Sache festzulegen. Omagyana timirandasya jananjana shalakaya jakshurum militanyena tasma shri gurave nama shri chaitanya manopishtam stapitam yena puttale svayam rupa katamayam tatati svapadantikam jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadata shivasadi yura bhakta vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, herzlich willkommen alle. Danke, dass ihr alle da seid zu Sonntagslecture. Ja, es ist ein interessantes Thema hier im dritten Kanto. Die Überschrift hier in diesem Kapitel ist die fundamentale Prinzipien der materiellen Natur. Und ja, darum geht es auch hier. Wir hören auch jetzt einen Teil hier, also einen Teilbereich daraus, aus dieser materiellen Natur. Und ich würde gern etwas mal
ein paar Dinge mal beschreiben oder beziehungsweise über ein paar Dinge sprechen und dann kommen wir eher mehr auf die Sinnhaftigkeit des Verses, dass wir vielleicht so eine kleine Einleitung haben. Und zwar haben wir ja schon einiges gehört hier, wir sind ja schon im Vers 27, auch schon in diesem Kapitel und auch im früheren ist auch schon einiges hier erläutert worden von dieser materiellen Natur. Wir sind ja auch immer in den leeren Kapillatives. Und ja, da geht es jetzt eigentlich um dieses Mahat Tattva. Und wir hören aus dem falschen Ego der Tugend. Das sind irgendwie so interessante Themen, falsches Ego und Tugend. Hört sich schon etwas widersprüchlich an, aber vielleicht können wir ein paar Kleinigkeiten erläutern und hoffentlich ein besseres Verständnis bekommen, wie das alles so in etwa ausschauen mag, dass wir eine kleine Vorstellung haben und vielleicht auch ein besseres Verständnis von diesem Thema dann bekommen können. Und zwar, ja, es wird beschrieben im Bhagavatam oder auch Prabhupada schreibt darüber, dass aus diesem Mahat Tattva, was eigentlich mehr oder weniger Urmaterie ist, man könnte das jetzt als Urmaterie bezeichnen, daraus geht das falsche Ego auch heraus, später im Sinne. Und ja, also Srila Prabhupada hat, wie gesagt, beschreibt es als Urmaterie. Und eigentlich diese ganze Urmaterie wird dann bei der Schöpfung, also es gibt zwei verschiedene Schöpfungen, vielleicht noch dazu, es gibt eine primäre natürliche Schöpfung und eine sekundäre Schöpfung. Dass wir mal so ein kurzes philosophisches Verständnis da haben. Und die primäre Schöpfung ist die Sarga-Schöpfung, wird benannt, und die sekundäre wird die Visarga-Schöpfung genannt. Und die primäre, könnten wir sagen, also diese erstliche Schöpfung geht sozusagen dann von Vishnu aus. Und die zweite Schöpfung geht dann mehr oder weniger von Brahma aus. Da ist schon etwas da sozusagen und Brahma kann mit dem dann, ist genauso, wenn wir zum Beispiel so vielleicht einen ganz einfachen Vergleich, wenn die Eltern, wie sagt man so, Knetmasse kaufen, geben die das dem Kind und das Kind kann dann daraus irgendwas basteln, ne? Irgendwas bauen, irgendwas formen. Und so ähnlich könnten wir uns das mal hier vorstellen, ne? Vishnu macht halt den ersten Teil und dann Brahma kommt und macht dann daraus etwas. Und ja, dieses Mahat Tattva ist sehr interessant. Wir hören einiges im Bhagavatam. Ist auch ein etwas, muss ich auch ehrlich gestehen, für mich auch teilweise auch ein verwirrendes Thema. Es sind viele kleine Einzelheiten, sehr technisch. Aber zumindest, dass wir halt so einen kleinen Überblick mal darüber haben. Wir könnten auch sagen, dass, oder das Bhagavatam beschreibt auch, dass das Mahat Tattva ist eigentlich die, mehr oder weniger die Gesamtmasse der unmanifestierten materiellen Energie. Also es ist die unmanifestierte Gesamtmasse der materiellen Energie. Das ist das Mahat Tattva. Und ja, oder beziehungsweise es wird auch dann in Schriftwerken auch als Pradhan genannt. Also wir könnten auch sagen, das wird Pradhan ist auch die, also das wird auch als die komplette materielle Energie dann beschrieben, das Pradhan. Und da geht es dann noch weiter, da wird im Bhagavatam beschrieben. Das haben wir jetzt schon hier im Bhagavatam gehört, dass die Gesamtsumme der Elemente, also nämlich die der fünf grobstofflichen und die Elemente, die fünf feinstofflichen Elemente dann noch und dann auch die vier inneren Sinne, dann die fünf Sinne, um Wissen zu erwerben und die fünf äußeren Handlungsorgane ist als das Pradhan bekannt, sagt uns das Bhagavatam. Also wir können uns jetzt vielleicht nicht so viel darunter vorstellen, aber so gewisse Dinge, die in uns dann irgendwie, oder wir könnten sagen, die aus, ich sage jetzt nicht hervorkommen, aber die in uns so,
Also das sind nicht wir, ne? Wir verstehen, wir sind die Seele, aber mit unserer jetzigen Manifestation, mit dem Körper, was da alles noch dabei ist oder was sich da alles äußern kann sozusagen. Also das ist so, ja, diese Gesamtsumme der verschiedenen Elemente und ja, und das ist so als Pradhan bekannt. Ne? Besser sagt uns das Bhagavatam. Und dann wird so weiterhin noch gesagt, also diese Gesamtsumme setzt sich aus 24 Elementen zusammen. Und dann wird noch gesagt, dass das 25. Element, könnten wir dann Kala sagen, die Zeit. Und was da noch ein interessanter Faktor ist, dass da wird gesagt, dass dieses Mahat-Tattva, das ist ja so wie Urmaterie, ist ja wie eine Urmasse, das wird dann eigentlich durch zwei Dinge dann in Bewegung gesetzt. Und zwar durch Kala, durch Zeit. Das ist eigentlich, was haben wir jetzt vorgehört? Wo kommt das? Wer ist da die erste Schöpfung? Vishnu. Ja, also durch Vishnus Blick, wird so im Bhagavatam beschrieben. Ne? Vishnu macht den Blick und das ist, also ist etwas, also für mich auch etwas schwierig vorzustellen. Man kann sich es mal irgendwie vorstellen, Vishnus Blick, und das ist, daraus kommt irgendwie auch Kala, Zeit, und dann Karma, also unser Schicksal, also das Schicksal der einzelnen Lebewesen. Und das sind die zwei Faktoren, die dann dieses Mahat-Tattva, diese Materie, diese ganze Urmaterie in Bewegung versetzen. Also wo dann wir praktisch, wir könnten fast sagen, wo Leben, also mehr oder weniger, aber ein bisschen, wo es belebt wird, ne? Mehr oder weniger. Und ja. Genau, und jetzt haben wir diese 24 Elemente gehabt. Und da gibt es auch noch einen speziellen Sanskrit-Namen dafür. Das heißt Yonir Mahat Brahma. Das wird also diese 24 Elemente aus dem Pradhan, das wird dann Yonir Mahat Brahma bezeichnet. Ja, ein bisschen technische paar Daten, dass wir irgendwie so auf dem Laufenden sind, was da so sich tut. Und und dann die Gesamtanzahl der Lebewesen, also jetzt haben wir die Masse, das sind die 24 Elemente, das Pradhan, und dann kommen die Lebewesen dazu, also die Seelen, die Jivas, ne, dann kommen die individuellen Lebewesen, werden dann sozusagen hineingesetzt, ne, hineingepflanzt, könnten wir sagen. Und Brahma macht dann daraus, ne, je nach unserem Karma, ne, oder je nach unserem vorigen Leben, macht dann Brahma, ne, erst das kleine Kind aus dem Plastilin, oder wie heißt das? Dann formt er halt die, wie vielen Lebensformen? Bitte? 8.400.000 Lebensformen, ja. Und dann kommen diese ganzen verschiedenen, ja, Lebensformen zustande, also so, also ein bisschen so der technische Vorgang jetzt, ne, so ein bisschen zum, was ist dieses ganze Mahat-Tattva, dieses ganze Zeug für uns, schwierig nachvollziehbar, ne? Aber so ein paar technische Elemente, das ist eigentlich einfach zu verstehen, irgendwo auf eine gewisse, wenn wir jetzt ein bisschen runterkochen, dass es jetzt einfach unser Karma ist, ne? Also unsere Handlungen, dann Vishnus Blick, also ist eigentlich, wir könnten schon fast sagen, das ist sowas wie im Damodar-Lila, die zwei Finger, also ein bisschen, nicht ganz dasselbe, ne? Da geht es schon dann um Bhakti, ne? Das ist im Vorgang, das ist Krishnas Barmherzigkeit und unsere Bemühung im hingebungsvollen Dienst. So könnten wir auch sagen, das ist halt so auf der etwas groberen oder etwas, ja, wie sagt man, Ebene, auf einen nicht so fortgeschrittenen Ebene noch, ne? Am Anfang, ist halt Vishnus Gnade, irgendwie, Vishnus Blick und halt unsere Tätigkeiten, die da dazukommen, und das wird vermischt und dadurch wird dieses Mahat-Tattva in Bewegung gesetzt. Ne? Und daraus sagt man, weil wir dann in Berührung kommen mit diesen materiellen Elementen, also die Seele, kommt dann in Berührung mit diesen ganzen, wie sagt man, mit diesen
ganzen materiellen Klumpen, könnte ich sagen, werden irgendwie reingesetzt. Und wir bekommen auch ein Stück Klumpen oder einen Körper halt, ne, aus Materie. Und der ist jetzt schon so kreiert, wie wir es praktisch früher schon gelebt haben. Ne? Der ist jetzt schon irgendwie vorbestehen, haben wir schon eigentlich uns geschaffen, mehr oder weniger. Aber der wird dann für uns noch einmal angefertigt. Ne? Wie wenn wir sagen, okay, ich hätte gern so und so einen Sakko, und dann gehst du zum Schneider und dann das schön und Länge und Kürze und Farbe und Knöpfe und was auch immer. Und je nachdem, wie wir das uns gewünscht haben, bestellt haben, haben wir jetzt dieses Werkzeug da, ne? diesen Yantra, ne? diese Maschine. Und ja, da gibt es so, also da wird das Bhagavatam beschreibt auch, also weil wir schon hier einige Dinge gehört haben, habe ich mir gedacht, das ist noch vielleicht ein interessanterer Teil, also ein Teilauszug, die vier inneren feinstofflichen Sinne. Das sind eigentlich, das ist der Geist, die Intelligenz, das Ego und das verunreinigte Bewusstsein. Das sind jetzt die. Das Bewusstsein ist ja ursprünglich, ist ja natürlich, normal. Ne? Es hat die Seele, hat die Anzeichen, hat halt Bewusstsein. Ne? Seele hat ein klares Bewusstsein. Aber in dem Fall, also diese, weil da sind wir jetzt eigentlich auf der materiellen Ebene, also mehr oder weniger in der kontaminierten Ebene, ist das dann verunreinigtes Bewusstsein. Ne? Also konzipiert oder zusammengestellt mit diesen verschiedenen Gunas, die da wirken, ne? Weil da ist das mal, also das ist auch im Mahatattva irgendwie dann inkludiert, diese ganzen Erscheinungsweisen, ne? Tugend, Leidenschaft, Unwissenheit, die sind da auch drin. Und da kommt man auch dann, was da nochmal interessant ist, ich weiß nicht, ob man da, wir können das vielleicht ganz kurz erwähnen, daraus, also aus dem Mahatattva und dann das falsche Ego, das ist dann irgendwie so zusammen mit den drei Erscheinungsweisen. Und da kommen dann die drei Erscheinungsweisen auch raus, oder beziehungsweise sind halt irgendwie inkludiert. Und aus den drei Erscheinungsweisen, da kommen wir jetzt schon dem Vers näher. Wir haben jetzt hier gehört in der Tugend. Ne? Und nicht, dass wir jetzt dann denken, okay, Tugend, das ist ja doch irgendwie wie so falsches Ego und Tugend. Aber das falsche Ego ist ja das Falsche, das ist ja nicht das reine Bewusstsein. Tugend ist ja auch kein reines Element, ist auch ein materielles Element. Ist schon viel reiner wie die anderen, also wie Leidenschaft, Rajagun und Tamagun und Unwissenheit, aber es ist halt noch materiell, ne? Es ist halt Tugend. Und aus dem falschen, also im Mahatattva falschen Ego, und dann kommt, das sind drei gespalten, kommen also Tugend raus, aus dem falschen Ego im Tugend, falsche Ego in Leidenschaft, falsche Ego in Unwissenheit. Und dann jetzt aus dem falschen Ego in Tugend kommt nur der Geist heraus. Unser Geist. Das haben wir jetzt hier im Vers. Ne? Aus dem falschen Ego der Tugend findet eine weitere Umwandlung statt. Aus dieser geht der Geist hervor. Dessen Gedanken und Überlegungen Begehren entstehen lassen. Also jetzt ganz kurz connected hier zu dem Vers. Und jetzt aus der Leidenschaft im falschen Ego, da gehen schon etwas mehr Dinge hervor. Dann geht die Intelligenz hervor, dann die Arbeitssinne und auch die wissenserwerbenden Sinne gehen da schon raus. Und aus dem falschen Ego in der Unwissenheit, da sind halt die ganzen, da geht halt dann Klang hervor, was mit Äther noch verbunden ist. Dann im Weiteren die Berührung, was dann auch mit Luft im Zusammenhang ist. Dann geht Form hervor, was mit Feuer, und dann später Geschmack, was auch mit Wasser und Geruch und Erde. Also daraus geht dann das hervor. Das sind dann noch grobstofflichere Dinge. Ne? Und ja, ist vielleicht ein bisschen technisch, aber dass wir mal so ein bisschen vielleicht so einen Einblick haben. Srila Prabhupada sagt auch, das ist, weil wir jetzt gerade hier, wir waren auch beim Bewusstsein, beim verunreinigten Bewusstsein, dass aus Jaya Shishipa Lakshmanasimadevagavanki Jaya. Wow.
sind wir die heute in Rot gehüllt. Srila Prabhupada sagt, dass die durch die materielle Verunreinigung vergiftet, durch die materielle Verunreinigung vergiftetes Bewusstsein, also dass wir in der Materie sind, dadurch wird das Bewusstsein, das natürliche, reine Bewusstsein der Seele vergiftet, bedeckt, betrübt. Und das sagt Prabhupada, das nennt man dann Ahankara, das ist dann falsches Ego. Daraus kommt es dann heraus. Also es ist alles eigentlich im Zusammenhang mit diesem, mit dieser Bedeckung, dass wir da in die Materie hineingekommen eigentlich. Ne? Und eigentlich das Bhagavatam sagt, dass, dass die Tugend, wäre eigentlich so der natürliche Zustand, in dem wir eigentlich Krishna wirklich ursprünglich verstehen könnten. Beziehungsweise das wird dann auch Vasudeva-Zustand genannt. Deswegen ist es wichtig, die ganzen Schriftwerke beschreiben uns ständig, wir sollen in die Tugend kommen. Weil nur daraus haben wir die Möglichkeit, Krishna zu verstehen. Aus Unwissenheit und Leidenschaft, das wird sehr schön. Sogar vielleicht in der Tugend ist es, da muss man auch noch arbeiten und weiterkommen bis Shurasattva. Aber daraus können wir mal, beschreibt das Bhagavatam, Krishna verstehen. Ne? Krishna wirklich verstehen. Und noch ein interessantes Detail, was uns auch das Bhagavatam dann im Weiteren noch beschreibt, was die charakteristischen Merkmale reinen Bewusstseins sind. Also von der Seele, wenn die wirklich rein ist, also wenn die halt wirklich bewusst ist, da sind drei verschiedene Elemente, die da das charakterisieren. Können wir an uns vielleicht auch mal abchecken, okay, wie weit sind wir da oder wie weit sind wir da in, auf diesen drei Dingen. Und zwar das erste ist, dass man völlig gelassen ist, so komplett gelassen ist, komplett ruhig, nicht immer irgendwie stört oder sonst irgendwas, man ist völlig gelassen. Dann das zweite ist wirkliche Klarheit, richtige Klarheit, so richtig komplett bewusst, komplett klar sind, richtig Gedanken fassen können, einen richtigen Überblick alles verstehen und natürlich nach Shastra, nach Krishna, dass wir mit dieser Klarheit dann auch natürlich das Wissen präsent haben und alles im richtigen Licht verstehen, in der richtigen Klarheit. Ne? Und der letzte Punkt ist, dass wir die Freiheit von Ablenkung, wir sind nicht schon irgendwie so, wir sind, das ist halt mit der Klarheit und mit dieser Gelassenheit, sehr in der Tugend, sehr stark in der Tugend und damit sind wir auch nicht mehr abgelenkt, kann uns nichts mehr irgendwie viel wegziehen. Und, dann können, und da können wir natürlich auch dann Krishna erkennen, klarerweise. Auf Krishna fokussieren. Vorher wird es schwierig, weil ständig ein Job und dann wird schwierig. Oder bei allem, was wir eigentlich machen. Wir können das manchmal beobachten, wie man liest und man ist gleich irgendwie, ist man gleich in irgendwo, wo man nicht wirklich absorbiert sein kann. Natürlich sind oft viele Umstände, viele Schwierigkeiten, aber wir müssen das auch trainieren. Natürlich geht das in erster Linie durch unsere Praxis und alles, was wir machen, hingebungsvoller Dienst. Aber auch man kann auch ein bisschen mechanisch dran sich üben oder ein wenig zwingen, okay, jetzt komm, mach das. Das sind wichtige Elemente, die müssen wir. Das führt mich Richtung Tugend, das hilft mir, diese Tugend zu kultivieren auch. Ne? Also diese Lebensweise, das, was da wichtig ist, woraus wir dann Krishna wirklich erkennen können. Ne? Also beziehungsweise den Geist fokussieren. Und Srila Prabhupada gibt da noch bezüglich diesen einigen Punkten Richtung falschen Ego und Bewusstsein noch ein paar richtig gute, das war für mich auch ein bisschen so einschneidende Zitate. Und zwar das eine ist, dass Prabhupada sagt, dass aus dem Zustand reinen Bewusstseins wird das, also aus dem Zustand vom reinen Bewusstsein, wird dann das falsche Ego durch den Missbrauch von unserer Unabhängigkeit geboren. Wenn wir unsere Unabhängigkeit, dass wir sagen, okay, ich bin jetzt unabhängig von Krishna, dann ist halt immer dieses, oh, ich mache mein Ding, ich mache mein eigenes, ich habe meine eigene Philosophie, mein eigenes irgendwas. Da aus diesem Missbrauch wird das falsche Ego geboren. Ne? Aus dem reinen Bewusstsein.
Und was Prabhupada noch erwähnt, das falsche Ego ist das Grundprinzip aller materiellen Tätigkeiten. Also, ja, ist klar, ne? Also alles, was irgendwie mit materiellen Tätigkeiten hat, ist kombiniert mit dem falschen Ego. Und also das falsche Ego ist halt diese Grundlage für materielle Tätigkeiten. Wenn wir das nicht mehr haben, oder wenn das schon, wie sagt man, diminished, wenn das schon verringert ist, ne? Wenn die materiellen Tätigkeiten weniger, oder hoffentlich hören sie dann irgendwann komplett auf, und sind dann nur im hingebungsvollen Dienst, nur mit hingebungsvollen Tätigkeiten beschäftigt. Also das ist die Grundlage, das falsche Ego stellt das Grundgerüst für materielle Tätigkeiten dar. Ne? Sind wir mit dem und dem beschäftigt und agieren auf materielle Ebene, nur für Sinnebefehl, nur für eigene, nur für nicht wirklich für höhere Zwecke. Ne? Ja. Und noch ein interessanter Punkt, was ich gefunden habe wegen Prabhupada, dass materieller Fortschritt beschreibt Srila Prabhupada als Manifestation des falschen Egos. Das ist jetzt mit dem Punkt sehr eng zusammen verbunden. Also alles, was wir sehen jetzt am Fortschritt, Autos, Häuser, Technologie, ist nur eine Manifestation des falschen Ego. Ist nur eine äußere, ersichtliche, kreierte, geschaffene, geschöpfte Form des falschen Egos. Praktisch. Ich habe jetzt das geredet, ich habe jetzt das entworfen, ich habe das entschaffen. Das sind halt die durchdrungen mit den verschiedenen Erscheinungsweisen kombiniert und das ist eine Manifestation, was da rauskommt. Es ist Endprodukt, praktisch, könnte man sagen. Das ist das materielle Endprodukt des falschen Egos. Eigentlich interessant, wie Prabhupada das immer verknüpft. Aber ist auch gut für uns zu verstehen, weil wir sehen dann die Welt durch eine andere Brille, durch irgendwie. Wie schaut das aus? Manchmal sehen wir heutzutage, ich habe jetzt unlängst auch, wie wir jetzt auf Sankirtan waren, beobachtet bei manchen, bei was auch immer, irgendwo hier Design oder irgendwelche Lampen oder irgendwas, was in den Städten ist, das wird immer mehr so, irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie man sagt, mehr so ein bisschen verkrüppelt oder so eckiger und so unharmonisch, das wird immer so, schaut immer ein bisschen dämonischer, immer verrückter aus. Alles, oder? Die ganze Kunst, alles mögliche, also Bauwerke, es wird alle Bauwerke, Autos, wird alles immer so ein bisschen so abnormaler. Das ist eh schon alles eigentlich abnormal, mehr wie vieles, was wir so, was in der materiellen Welt ist, aber es wird immer mehr noch degradiert, es wird immer mehr noch Kali-Yuga degradiert, ja, aber ist halt so. Ne? Und dann habe ich noch etwas Tolles gefunden von Narottam Das Thakur, einen schönen Vers, der dann auf diesen Punkt richtig schön angeht. Und zwar sagt Narottam Das Thakur, ich lese auch vielleicht das Sanskrit, Sat Sanga Chadi Kaniyu Asta Vilasa Tekarane Lagilaye Karma Bandhu Pansa. Ich habe den reinen Zustand des Bewusstseins aufgegeben, weil ich in der zeitweiligen materiellen Manifestation genießen wollte. Deshalb bin ich in das Netzwerk von Aktion und Reaktion verstrickt worden. Können wir jetzt ein bisschen nachvollziehen, okay, wir schwimmen jetzt in diesen, ne, in diesen Aussage, ne, gerade, ja, oder beziehungsweise wir schwimmen jetzt gerade schon raus. Wir schwimmen schon ans Ufer. Nicht schon so, okay, wo ist der hingebungsvolle Dienst? Das ist am Ufer halt. Ne? Und da kommen wir schon jetzt hoffentlich hin. Und ja, okay, kurz noch ein paar Kleinigkeiten und dann können wir zu Fragen übergehen. Ich würde noch gerne einen schönen Vers vorlesen von Raghunath Das Goswami von Manashiksha. Raghunath Das Goswami hat sehr schöne Verse geschrieben für den Geist zu beherrschen. Und eigentlich geht es hier daraus, also wir sind jetzt ein bisschen, jetzt connecten wir mehr zu dem Vers, zum Ursprung, dass wir das falsche Ego, da kommt die Tugend heraus, da der Geist, ne, da ist jetzt dann der Geist hervorgekommen. Und jetzt der Punkt, was ich dann noch mehr, jetzt möchte ich wirklich den Punkt mehr machen von der Lecture,
dass dann der letzte Punkt ist dann hier wichtig, auch im Vers, also da kommt der Geist hervor, aus dem falschen Ego-Tugend, dann kommt der Geist, wird manifestiert, und daraus, und beziehungsweise dessen Gedanken, also vom Geist und Überlegungen, Begehren entstehen lassen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Begehren entstehen lassen. Und dieser Vers von aus dem Manashiksha von Raghunath Das Goswami ist sehr treffend. So. Und zwar lautet der Vers: Mein lieber Bruder Geist, also wir sprechen jetzt selber unseren eigenen Geist an. Wir rufen ihn auf, ne? Wir rufen ihn an. Ne? Rufen auch Krishna mit dem Hare Krishna Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aber jetzt wird hier Raghunath Das Goswami ruft den Geist an. Ne? Mein lieber Bruder, beschreibt ihn so als Bruder, also ist ihm wohlgesinnt, nicht mein lieber Feind. Kann auch unser Freund sein, sagt Bhagavad Gita, aber auch unser größter Freund. Und Raghunath Das Goswami sieht ihn hier als Freund, als Bruder. Ja? Sehr enger, eigentlich ein enger Kollege, ein Familienangehöriger. Also in unserer Familie. Ne? Jetzt noch. Ne? Mein lieber Bruder, ich falle dir zu Füßen. Also er approacht ihn, oder wie sagt man, er kontaktiert ihn sehr demütig, also nicht in einer herausfordernden oder einer aggressiven Haltung oder sonst irgendwie. Ich falle dir zu Füßen und flehe dich an. Leg deinen Stolz ab und schenk dein Herz, Shri Gurudeva. Also wir sollen, was soll der Geist machen? Zu unserem Guru surrender. Ne? Leg deinen Stolz ab, mach das einfach, surrender einfach. Das wird dir gut tun. Nicht? Richte deinen Geist einfach auf deinen Guru, auf deine Unterweisungen, was du zu machen hast. Nicht? Was dein Guru dir gesagt hat, was uns Prabhupada vorgelebt hat. Einfach surrender, einfach dem jetzt. Ne? Leg deinen Stolz ab und hör endlich mit deinem eigenen Ding auf. Ne? Rasch entwickelte Zuneigung zum Land von Vraj, zu Vrajas Bewohnern, zu den Gottgeweihten, den Brahmanas, deinen persönlichen Mantras, also damit sind die Gayatri-Mantren gemeint, die wir vom Guru bekommen, unsere persönlichen Mantras, den heiligen Namen und zur Zuflucht des ewigen jung verliebten Paares Shri Shri Radha Krishna. Also noch einmal, also da wird jetzt, da ist eine Aufzählung, und da sollen wir jetzt, also da soll der Geist Zuflucht suchen, ne? Da soll er meditieren, nicht immer bei irgendwas, irgendwo. Also er soll, leg deinen Stolz ab und schenk dein Herz Gurudeva. Also Raghunath Das Goswami beschreibt hier den Geist so, dass er auch ein Herz hat. Das ist jetzt in dem Sinne eine Person, wird jetzt hier personifiziert mit einem Herz. Diesen Herz soll er Gurudeva schenken. Und rasch entwickelte Zuneigung zum Land von Vraj, zu den Vraj-Bewohnern, Vrindavan-Bewohnern. Ne? Wir wissen ja da, das ist ja unser endgültiger Fokus, da sollen wir meditieren. Ne? Unsere ewige Heimat, Vrindavan, wir folgen dann den Einwohnern von Vrindavan. Zu den Gottgeweihten allgemein, ne? Gora Bhakta Vrinda Kijai, den Brahmanas, deinen persönlichen Mantras, dass wir den Gayatri richtig reingehen. Ne? Inspiriert in den heiligen Namen, uns vertiefen, da soll der Geist aktiv sein, da soll er sich fokussieren, auch wenn er manchmal nicht will. Und, ja. Und zur Zuflucht des ewig jungen, verliebten Paares Shri Shri Radha Krishna. Ne? Ja, das ist unsere Zufluchtsstätte. Den ganzen Vers? Den letzten Satz. Also das ist eigentlich ein bisschen längerer Satz, aber dann halt Zuflucht bei Gurudeva suchen und nachher dann der Satz, rasch entwickle Zuneigung zum Land von Vraj. Achso,
Also das sind nur die Aufzählung und deine persönlichen Mantras, den heiligen Namen und zur Zuflucht des ewig jungen verliebten Paares Sri Sri Radha und Krishna. Okay, ja, und dann, also dass wir jetzt den Punkt machen, vielleicht, dass wir zum Schluss kommen. Also was ist jetzt der Sinn? Also wir haben jetzt gehört, aus dem falschen Ego Mahatattva, falsche Ego, und aus dem Aspekt der Tugend kommt dann der Geist, und der Geist natürlich ist für Annehmen und Ablehnen zuständig, und wir sollen darin trainiert werden, der soll, und dann geht es aus der Geist, dessen Gedanken, die Überlegungen, Begehren entstehen lassen. Und das ist jetzt der Punkt. Da sollen wir die Begehren entstehen lassen. Weil das ist jetzt hier nämlich sehr wichtig. Ne? Was machen wir mit dem Geist? Der hat Begehren, das kommt daraus, der falsche Ego-Tugend. Und das können wir jetzt irgendwie transzendieren. Ne? In die Shuddha-Sattva können wir sagen, oder in die richtige Begehren. Dann wird es richtig benutzt, richtig eingesetzt. Wir können dieses sogenannte Verunreinigte, auch wenn es jetzt noch in der Tugend schon ist, aber noch immer gewiss verunreinigt, den Geist dann halt auf das Richtige fokussieren und dann wird es auch komplett gereinigt, dann ist es komplett sauber. Und das wird auch beschrieben nochmal in der Bhagavad Gita. Gibt es auch einen sehr schönen Vers, die meisten von euch kennen den wahrscheinlich, 10.8. Das Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarva Pravartate Iti Matva Pachante Mam Buddha Bhava Samambitaha. Entschuldigung, das war jetzt ein anderer. Jetzt war ich durcheinander. Das ist der Ursprung. Krishna ist der Ursprung von allen materiellen und spirituellen. Das ist jetzt der Anfang. Aber ich wollte eigentlich den Vers, wo beschrieben wird, dass die Brahmacharis das hören und die Sinne opfern, ne? Dass sie eigentlich dann in den Geist beherrschen. Und schlussendlich sind wir alle mehr oder weniger Brahmacharis im Krishna-Bewusstsein auf eine gewisse Weise, ne? Ob jetzt Mataji oder Prabhu oder was auch immer, wir sollen lernen, unseren Geist zu beherrschen, ne? Den Geist zu kontrollieren. Mantra heißt doch, was den Geist fokussiert, ne? Und ja, das ist halt unsere große Herausforderung, unsere Aufgabe, den Geist auf Krishna zu richten und ja, einfach Krishna bewusst zu sein. Okay, in dem Sinne, Srimad Bhagavatam Ki, ja, welche Fragen, Ergänzungen, welche? Pascha? Hare Krishna Prabhuji, danke für die Lecture. Krishna. Weißt du, warum ist der Geist als so grober als die anderen feinstofflichen Elemente betrachtet? Wobei er bringt uns eigentlich zu der spirituellen Welt oder zu Shuddha Sattva. Also beziehungsweise falsches Ego, Buddhi, Intelligenz und dann der Geist ist der grobste. Aber trotzdem, der Geist ist geschafft in Sattva Gun geschafft. Intelligenz ist in Rajagun, obwohl das Intelligenz ist, feinstofflicher als der Geist ist. Kannst du was dazu sagen? Ja, danke für die Frage. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe da auch ein bisschen meditiert und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wirklich die vollkommene Antwort. Das ist echt eine interessante Frage. Und da könnten wir vielleicht richtig gelehrtere Persönlichkeiten, vielleicht mein Guru Maharaj oder Swamis fragen, ist eine wirklich berechtigte Frage. Ich habe mir auch gedacht, dass die Intelligenz, die kommt ja eigentlich mehr oder weniger aus dem Rajaguna, aus der Leidenschaft heraus. Obwohl jetzt in der Leiter, die beschrieben wird, steht die Intelligenz ja über dem Geist und die Intelligenz, aber vielleicht jetzt nur deswegen, also es kommt mir jetzt gerade, weil eigentlich, wir haben ja hier kurz beschrieben, dass aus der Leidenschaft, aus dem falschen Ego, kommen ja auch noch die Arbeitssinne, also Arbeiten, Aktivität. Sorry.
und um die Wissenserwerbe in den Sinnen. Ne? Und damit können wir schon agieren und handeln und tätig sein. Und klar ist das jetzt eigentlich dem Rajagun, also dem etwas leidenschaftlichen zugeordnet. Aber wir können das natürlich für Krishna verwenden. Und auch diese Intelligenz, die schöpft und kreiert dann auch, die macht dann auch noch weiteres. Ne? Also die hat schon eine maßgebende Funktion, schon ein Gewicht. Der Geist entscheidet ja, nein, ablehnen, annehmen. Und die Intelligenz kontrolliert ihn dann und gibt ihm dann den Input für weiteres. Ne? Okay, mach das wegen dem oder das ist gut, weil und das ist nicht gut, weil so und so und hin und her. Also da mit Shastra bekommen wir dann die Intelligenz. Es ist jetzt wahrscheinlich jetzt, wir können es jetzt vielleicht nicht ganz auf so die ganz materielle Ebene runterziehen. Es ist halt jetzt hier irgendwie eingeteilt, weil es halt so mit irgendwelchen Elementen, denke ich, mehr durchzogen ist oder mehr passend ist. Aus ihrer Eigenschaft heraus könnte ich es mir jetzt mehr vorstellen. Aber wir können es jetzt vielleicht nicht komplett auf die absolute materielle Ebene ziehen, ne? Sondern das ist dann schon irgendwie trotzdem kombiniert mit dem Höheren. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zufriedenstellend ist, so minimal. Sorry, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Aber ja. Subal? Vielen Dank für den Vortrag, Prabhu. Ich habe über das falsche Ego auch verschiedene Sachen gehört, wie man damit umgeht. Einerseits, dass man das falsche Ego entwurzeln sollte, aber andererseits auch, dass man das falsche Ego beschäftigen sollte im hingebungsvollen Dienst. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Ja, Srila Prabhupada schreibt hier auch in der Erläuterung, dass, ja, also jetzt ganz einfach ist jetzt keine komplizierte Antwort oder nichts Besonderes oder nichts, was ihr jetzt nicht wisst, was ihr eigentlich praktisch schon selber beantwortet, ja, dass wir im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sind. Nicht? Der Geist wird immer wieder verwirrt sein und immer wieder suchen und ja, nein und hin und her. Wenn er nicht gesättigt ist, gefestigt ist im Krishna-Bewusstsein, im Dienst und dann beruhigt ist, nicht? Man sagt es auch wie dieser kühlende, nicht? Dieser auch der heilige Name wirkt so, Dienst, dann werden wir runtergekühlt, dann sind wir klar, was wir auch gehört haben, die verschiedenen Aspekte der Klarheit des Bewusstseins, dann ist der zu aktiv, dann ist der zu rajasisch, dann ist der einfach in sein Element, dann ist er unkontrolliert. Und kontrollieren können wir ihn halt so durch Krishnas Barmherzigkeit, damit wir das mit Krishna connecten. Und halt im Dienst sind, im Dienst beschäftigt, in diesen ganzen hingebungsvollen Vorgängen. Dadurch können wir ihn besänftigen, sonst geht das nicht. Ne? Ich sage, Prabhupada, ganz gleich, wie fortgeschritten jemand im akademischen Qualifikationen sein mag, wird er immer nur Dinge annehmen und ablehnen, solange er nicht im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist. Und auch sogar der Punkt gefestigt, ne? Wir müssen auch gefestigt sein, ne? Es ist wichtig, dass wir starke Wurzeln bekommen. Und am Anfang sind die meistens noch nichts da, ne? Oder nicht ganz so stark, die Wurzeln. Aber es können immer wieder Stürme kommen und die können uns auch entwurzeln, mal wenn es wirklich heftig wird. Deswegen müssen wir halt ein bisschen arbeiten, rackern, dass wir auch richtig starke Wurzeln bekommen. Begierig sein darauf. Und ja, gefestigt ist und er wird niemals imstande sein, seinen Geist auf eine bestimmte Sache festzulegen. Das ist immer so, hin her, Geld und ja, jetzt Familie und da und dort. Und der ist immer, der kann nicht sagen, okay, Krishna. Ne? Der hat ja gar keinen Fokus. Ne? Wir haben einen Fokus, wir haben einen höchsten Fokus. Das stabilisiert natürlich den Geist auch. Ne? Stabilisiert den Geist. Mataji? In der Lecture neulich von Prabhupada, da sagte ja Prabhupada, dass wir trotzdem, auch wenn wir das Ziel erreicht haben, in der spirituellen Welt sind, doch nicht davor gefeit sind, wieder runterzufallen. Also wir könnten gegebenerweise doch wieder runterfallen. Sorry, warte, bitte ganz kurz nochmal, ich weiß nicht ganz. Sage, also
unser Geist, wenn wir ihn im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, ist ja eigentlich unser bester Freund. Aber, aber Prabhupada sagte neulich in der Lecture, in der letzten Lecture, die wir hier gesehen hatten, dass man auch in der spirituellen Welt davor nicht ganz gefeit ist, mal wieder runterfallen zu können. Eigentlich hatte ich ja bisher immer gehört, wenn man da ist, kann man nicht mehr runterfallen. Aber er hatte erwähnt, es ist, man ist nie davor ganz gefeit. Ja, also man könnte doch auch wieder runterfallen. Also ich habe bis jetzt auch nur gehört, ich wäre interessant, vielleicht diese Textstelle oder diese Stelle der Lecture zu hören, aber bis jetzt habe auch ich nur gehört, dass das, was Prabhupada in der Bhagavad Gita zum Beispiel schreibt oder so des Öfteren, dass ja, wenn man einmal hier wirklich mal zurück ist, also so in der Richtung, ich kann es jetzt nicht genau Wort für Wort, aber ich kann es versuchen so zu interpretieren, dann hat die Seele sozusagen so einen starken Eindruck gehabt, dann sagt, naja, nie wieder. Also ich weiß jetzt nicht genau die Details, wie das dann oben ist, wenn du dann zurückkommst, ob du dich dann noch, also eigentlich sind, glaube ich, diese Dinge nicht mehr wirklich so in uns drinnen, in der spirituellen Welt, da ist kein Aspekt von Angst oder was auch immer da, oder Zweifel oder irgendwas, das sind ja materielle Aspekte, aber irgendwo hat die Seele schon irgendwie wahrscheinlich irgendwie dann doch diesen, sowas wie ein Samskara, so diesen Eindruck von dieser Materie, das lieber nicht. Ich weiß nicht genau, ich kann es jetzt nicht genau definieren. Da müssten wir jetzt auch wieder jemanden, der da vielleicht ganz speziell war. Ja, ich war da auch ganz überrascht, weil ich das eigentlich zum ersten Mal wieder gehört habe, dass es doch Möglichkeiten gibt, wieder runterzufallen. Ja, sicherlich ziemlich begrenzt bestimmt, weil, wie du eben schon sagtest, weil man dann die Erfahrung gemacht hat. Ja, aber vielleicht kann Govinda die Probe was dazu sagen. Ja. Das ist der Aspekt der Freiheit. Ne? Das macht Sinn. Ne? Weil wir frei sind, kann man immer sich entscheiden, theoretisch. Aber praktisch macht man es dann doch nicht. Hoffentlich, ja. Okay, ja, ist ein guter Aspekt. Ja, diese, eigentlich, wir haben ja den freien Willen auch. Ne? Das ist auch ein Geschenk, also eigentlich ein Zeichen der Liebe von Krishna, das uns jetzt nicht irgendwie einkerkert oder irgendwie mit der Brechstange oder irgendwie festhält an der Kette, sondern wir haben den freien Willen. Und wenn er das nicht geben würde, dann wäre auch der Aspekt der Liebe nicht wirklich richtig da. Ich kann nicht mit der Waffe sagen, du musst mich lieben. Okay. Krishna sagt, okay, wenn du willst. Man, ich habe ja noch eine tolle Welt kreiert. Mit so viel Leid. Sorry, es war jetzt nur ein bisschen Spaß. Ja, so in der Richtung. Ja, danke schön. Okay. Teachers? Wie kann man das verstehen? Okay, ja, dann vielen Dank. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande Hari Hari Bol Guru Maharaj ki jai.